Sie sind hier, 25. Oktober 2018, Update um 16.29 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Karolina Pliskova gewinnt bei den WTA Finals in Singapur gegen Petra Kvitova. Urheberrecht Getty Images. Update: Karolina Pliskova und Elina Svitolina ziehen bei den WTA Finals in Singapur in der weißen Gruppe ins Halbfinale ein. Caroline Wozniacki scheitert. Die Ukrainerin Elina Svitolina und die Tschechin Karolina Pliskova sind die ersten Halbfinalistinnen beim WTA-Saisonfinale in Singapur. In der weißen Gruppe warf Svitolina, 24, die dänische Titelverteidigerin Caroline Wozniacki mit 5:7, 7:5, 6:3 aus dem Wettbewerb und sicherte sich mit ihrem dritten Matchgewinn zugleich den Gruppensieg. Zuvor hatte die 26-jährige Pliskova durch das 6:3, 6:4 gegen Landsfrau Petra Kvitova den Einzug in die Runde der besten vier perfekt gemacht. In der roten Gruppe kämpft Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber am Freitag gegen die frühere US Open-Gewinnerin Sloane Stephens, USA, um den Einzug ins Halbfinale, am Samstag gegen Svitolina oder Pliskova. Kerber kämpft um Halbfinaleinzug. Kerber benötigt einen Zweisatzerfolg, um ohne Rechenspiele zum zweiten Mal nach 2016 die Vorschlussrunde beim Saisonfinale zu erreichen. Theoretisch kann aber auch eine knappe Niederlage reichen. Das Turnier der besten 8 Spielerinnen der Saison, das ab 2019 für 10 Jahre im chinesischen Shenzhen ausgetragen wird, ist mit 7 Millionen Dollar Preisgeld dotiert. Anzeige: Tennis live erleben auf der ZN. Jetzt testen, Sport 1 überträgt das Turnier live. Insgesamt sind aus dem Singapore Indoor Stadium in Kallang mehr als 31 Live-Stunden Tennis zu sehen. Die Halbfinalspiele werden am Samstag, 27. Oktober ab 10 Uhr und ab 13 Uhr live gezeigt. Das Finale überträgt Sport 1 am Sonntag, 28. Oktober live ab 12:30 Uhr von Sportinformationsdienst.